Die gehören auf den Bauernhof. Und die natürlich auch. Aber wer da noch im Pferdestall wohnt, passt nicht unbedingt zur Odenwald-Idylle. Gestatten Buddy, das Kamel. Seit 6 Jahren wohnt der Kamelbulle bei Heike Walter. Die junge Bäuerin führt den ehemaligen Hof ihrer Eltern. Ihr Motto: lebe lieber ungewöhnlich. Ein Huhn oder Katze hat hier jeder, ne? Haben wir gedacht, man nimmt nur Kamel. Die Kühe sind auf Dauer langweilig geworden. Da wollte man nur was anderes haben. Weil eine Kuh jeden Tag aufsuche, wollte man nur Kamel sehen. Nix Wüste, Weide. Jeden Morgen zieht die westöstlich gemixte Mini-Karawane zur Koppel. Für die anderen Tiere ist ihr exotischer Mitbewohner inzwischen Alltag. Nur vorbeilaufende Wanderer wundern sich noch. Mir hatte auch schon einmal, die waren, glaube ich, von Mannheim. Der Mann ist mit dem Freund spazieren gelaufen. Und ein paar Tage später ist er gekommen mit seiner Frau. Er würde gerne Frau das Kamel zeigen, weil es im Stall war. Die hat es ihm nicht geglaubt. Auf, Mädels, komm! Weil Kamelbulle Buddy allerdings weder Milch gibt und sie ihn auch nicht schlachten will, verdient Heike Walter ihren Lebensunterhalt mit der Mutterkuhhaltung. Sie züchtet Kälber für die Schlachtung, ist allerdings selbst strenge Vegetarierin. Man hat halt schon gern die Tiere. Also wegen mir, sag ich, müsse sie nicht geschlachtet werden. Ich wollte es jetzt nicht essen. Aber die anderen, die Leute sollen es ja essen, man wolle es ja vermarkten. Und das hier ist kein Dinosaurier, sondern ein Emu. Andere Bauern haben Hühner, Heike Walter hat 2 australische Laufvögel. Emil und Emma üben sich gerne im Liebesspiel. Immerhin sind Emu-Eier oder Steaks eine Delikatesse. Aber die Babys lassen noch auf sich warten. Hat bis jetzt so nicht geklappt. Bestimmt mit der Emma, weil die Hüftfehlstellung hat, denke mal. Aber nicht jede Frau kriegt auch Kinder, ne? Das ist übrigens Rino, der mazedonische Zwergesel, ersetzt den Wachhund. Denn Hofhündin Luna nimmt ihren Job ziemlich locker. Rino dagegen sieht alles. An Luna kommt aber trotzdem keiner vorbei. Ihr Esel, das ist dann der Ersatzwachhund, oder? Er hat vielleicht gedacht, weil der Hund nichts macht, dann probiere ich zum Mut. Wenn die Leute kommen, mache ich lieber ihr auch. Eine Hofgemeinschaft der besonderen Art. Multikulti, aber eben auf dem Land.